Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Die heutige Folge wird präsentiert von Casper. Casper ist ein richtig krasses Online-Startup aus New York, das gerade weltweit die Matratzenindustrie revolutioniert. Die Casper-Matratze wurde vom Time Magazine zur Bestempfindung des Jahres gewählt. Das Ding ist, wir verbringen ca. 26 Jahre unseres Lebens im Bett. Erholsamer Schlaf ist so mega, mega wichtig für deine Gesundheit, Produktivität und innere Ausgeglichenheit. Wie dein Tag wird, beeinflusst du quasi schon in der Nacht davor durch die Qualität von deinem Schlaf. Und Casper hat jetzt echt die perfekte Matratze entwickelt mit einem Team aus Ingenieuren, Schlafforschern und Designern, gematcht mit den neuesten Erkenntnissen aus den Biowissenschaften. Der Clou ist, die Matratze wird in einer kleinen Box direkt nach Hause geliefert. Und bei der Box habe ich echt gedacht, never ever ist da eine Matratze drin. Und wenn du das jetzt auch auschecken möchtest, kein Risiko. Du kannst die Casper-Matratze 100 Nächte testen und auch kostenlos wieder zurückgeben. Und weil Casper mich angesprochen hat und die Show supportet, habe ich mit ihm gedealt und für dich 50 Euro rausgeholt. Geh einfach auf www.casper.com/dnx und sichere dir 50 Euro mit dem Code DNX. Casper wird geschrieben C-A-S-P-E-R. Und auf der Casper-Website kannst du nochmal in Ruhe alles auschecken. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Immer noch aus Brasilien, aber nicht mehr aus Ilha do Guajiru, was ein geiler Kitesurfing-Hotspot ist, sondern jetzt live aus Jerry Coquara. Und Jerry ist richtig, richtig geil. Das ist so ein kleines Hippie-Village, hier gibt's keine Straßen, hier gibt's nur Sand, hier gibt's nur Beach-Buggies, hier gibt's auch keine normalen Autos. Und ja, das Leben ist hier irgendwie easy und tranquilo und man kann noch viel mehr machen als nur das Kitesurfen. Hier kann ich zum Beispiel Stand-Up-Paddling gehen, man kann Windsurfen, man kann surfen, ich kann morgens Capoeira trainieren, ich kann Brazilian Jiu-Jitsu machen, ich überlege, mich wieder im Gym anzumelden. Also hier ist irgendwie viel mehr gegeben, viel mehr Action, hier ist auch eine Community von digitalen Nomaden. Wir wohnen hier mit mehreren Leuten in so einem Apartment-Komplex zusammen, haben ein richtig geiles Apartment, wo wir uns so wohlfühlen, dass wir jetzt gestern schon angefragt haben, ob wir nicht doch noch einen Monat verlängern können oder zwei und dann quasi den Dezember und Januar auch noch in Brasilien bleiben. Jo, die heutige Folge handelt von einem richtig krassen, komplexen Thema und zwar vom Lucid Dreaming, auf Deutsch auch Klarträumen, Klartraum. Deutsche Begriff war mir irgendwie noch gar nicht geläufig. Ich kannte das Ganze nur unter Lucid Dreaming, bin aber grundsätzlich ja auch eher englisch unterwegs. Und Lucid Dreaming, vielleicht hast du es selber schon mal gehabt, ist, wenn du dir bewusst darüber bist, dass du gerade träumst. Und ich habe es ein paar Mal gehabt und habe das aber nie weiter reflektiert oder bin da nie weiter reingegangen und habe gedacht, kann man das irgendwie triggern, ne? Kann man das erzwingen, kann man das wiederholen? Ich habe mich jedes Mal so gefreut, als ich das gemerkt habe. Es war wie so ein fast wie so ein Ritt auf so einer Welle, wenn man surft, dass man denkt, boah, wie geil, hoffentlich geht das nicht vorbei, Und wenn du runterfällst, ist vorbei. Und genauso war das dann bei mir bei den Träumen. Also ich habe gemerkt, ich bin gerade fully aware, ich merke, was da gerade passiert und träume aber und kann aber ganz bewusst durch meine Gedanken den Traum beeinflussen. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe mit Feli drüber gesprochen. Sie sagt, sie hätte es noch nicht gehabt. Ich habe es schon mal gehabt und bin jetzt tiefer in das Thema reingegangen. Und man kann es wirklich, man kann es trainieren und man kann es erlernen, das Lucid Dreaming. Und da möchte ich euch jetzt gerne mitnehmen, abholen. Insgesamt 3 Folgen möchte ich dazu machen, weil es gibt 3 Methoden, wie das Lucid Dreaming funktioniert für jemanden. Und man muss es, wie alles andere auch, wie eine neue Sportart oder ein Instrument, man muss es erlernen und man muss es practicen. Also man muss immer wieder repeaten, man muss trainieren, wiederholen und irgendwann kannst du es dann direkt auf Knopfdruck quasi abrufen. Also es kann mehrere Auswirkungen haben oder mehrere Bilder zeigen. Zum einen kannst du eher so dich ganz schwach dran erinnern, dass du geträumt hast und dass du den Traum dann gesteuert hast oder aware warst, dass du geträumt hast. Aber du kannst halt auch fully aware, total bewusst erleben, dass du gerade träumst, so wie es bei mir mal war. Und das passiert so,
Ja, ich würde sagen, so vielleicht 3 oder 4 Mal im Jahr. Wenn dir das schon passiert ist und du dazu auch Erfahrung hast zu dem Lucid Dreaming, dann schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht über E-Mail oder so. Ich würde mich mega darüber freuen, mehr zu dem Thema zu erfahren und mich darüber auszutauschen. Alright. Also es gibt mehrere Techniken, wie ich sage, insgesamt 3 Stück. Und die erste Technik, wie das funktioniert, ist die sogenannte Dream Awareness Technik. Die zweite Technik, auf die wir dann nächste Woche kommen, ist die Wake Back to Bed Technik. Und die dritte Technik sind dann verschiedene weitere Techniken, wo man dann Hilfsmittel noch dazu nehmen kann, um wieder in den Lucid Dreaming Modus zu kommen. So, der Dream Awareness, die Dream Awareness Technik oder Dream Initiated Lucid Dreaming ist die Technik, die wir uns heute anschauen. Und zwar ist das die Technik, wo du dann im Traum selber oder wenn du im Traum selber merkst, du bist gerade aware, du weißt, was passiert und wachst dann irgendwann auf und bist dir aber voll bewusst darüber, dass du gerade in dem Traum quasi noch präsent gewesen bist. Ja, wie ihr seht, das Ganze ist echt nicht easy, ist relativ komplex, aber ich versuche es hier so gut es geht zu deconstructen mit euch zusammen. Okay, das ist schon für Folge 2, das ist für die zweite Methode, Wake Back Method. So, also, Methode 1 geht los. Punkt 1, du sollst ein Dream Journal führen, also ein Traumtagebuch. Das heißt, jedes Mal, wenn du aufwachst und du hast gemerkt, du warst in einem Traum und kannst dich noch an den Traum erinnern, dann ist ganz, ganz wichtig, dass du den Traum aufschreibst. Und deshalb ist dieses Journal auch wichtig, dass du es in der Nähe von deinem Bett hinlegst. Direkt nachdem du aufgewacht bist aus dem Traum, schreibst du genau auf, was du geträumt hast. Das geht natürlich auch mit einem Voice Recorder, was ich sehr gerne mache. Das geht mit der Dropbox App, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. Eine Sekunde, schreibe ich mir direkt auf. Shownotes, Dropbox, so, oder jeder andere Voice Recorder auf dem iPhone, dann kann man den Traum einsprechen, weil manchmal ist man ja noch so schlaftrunken, dass man es noch nicht mehr auf die Kette kriegt, das irgendwie so halbwegs nüchtern und klar in sein Buch aufzuschreiben. Dann hilft auch ein Aufzeichnungsgerät wie dein iPhone. Wichtig ist, dass du den Traum so genau und detailliert wie möglich aufschreibst, weil das trainiert dann deinen Muskel, sich daran zu erinnern, was in dem Traum passiert ist. Und je öfter und je mehr man das aufschreibt, umso mehr kann man sich dann auch merken von seinen Träumen. Und das ist mega wichtig für das Lucid Dreaming. Und wenn du es nicht aufschreibst, dann dann ist es einfach weg. In den meisten Fällen ist innerhalb von 1 oder 2 Minuten ist das Geträumte dann wieder verloren. Also ich habe es auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwie einen coolen, spannenden Traum hatte oder nicht so cool. Ich wollte es Feli erzählen, bin aufgewacht, sie hat noch geschlafen, dachte, okay, erzähle ich ihr gleich. Und dann war sie wach, vielleicht gar nicht mal so lange nach mir. Und die Gedanken waren weg, der Traum war weg. Also wenn du es nicht direkt aufschreibst, ist es weg. Was auch hilft, ist, wenn du aufwachst und dann erstmal ganz konzentriert darüber nachdenkst für einige Minuten, an was genau du dich noch erinnern kannst und das dann runterschreibst. Also nicht direkt aufspringen, schreiben, sondern wach werden, aware sein, das war ein Traum. Ah, was genau ist in dem Traum passiert? Dass du dir möglichst alle Sachen sehr detailliert versuchst, dich dran zu erinnern und die dann auch aufzuschreiben. Dann ist immer noch die erste Methode, aber Technik Nummer 2, also es gibt jetzt mehrere Techniken, die du
in dein Leben implementieren solltest, damit das Lucid Dreaming für dich auch funktioniert. Methode 1 war jetzt das Traumtagebuch. Methode 2 sind Reality Checks. Alle paar Stunden während des Tages fragst du dich selber, träume ich gerade? Und dann, danach machst du einen Reality-Check. Und wenn du das oft genug anwendest, dann während des Tages, dann überträgst du das irgendwann in deinen Schlaf. Und während des Träumens machst du dann automatisch diese Reality-Checks. Und dann merkst du irgendwann, kannst du reflektieren, ob du gerade träumst oder nicht. So, was du während des Tages trainierst, ist, dass du eine Seite von einem Buch, von einem Text oder die Zeit auf eine Uhr anschaust, wieder wegschaust und dann wieder hinguckst. Und wenn das alles ganz klar ist, dann und du dich daran erinnern kannst und das genauso ist wie vorher, dann bist du nicht am Träumen. In Träumen später ist es dann so, dass der Text oder die Zeit von der Uhr, dass sie entweder sinnlos ist, also keinen Sinn macht, immer wieder anders, oder dass es so blurry wird, so ein bisschen verschwommen. Oder es wird halt immer eine andere Zeit sein oder ein anderer Text. Und weil das Gehirn kann sich nicht so genau diese Sachen merken während des Traumes. Und insofern machst du diesen Reality-Check regelmäßig jetzt während des Tages und wendest ihn dann während des Träumens an. Dann, zweite Technik ist, Nase zuhalten, Mund zumachen und dann testen, ob du immer noch atmen kannst. Natürlich kannst du es jetzt nicht. Du hast gerade versucht, ich kann nicht atmen. Im Traum kann man trotzdem weiter atmen, obwohl du quasi in dem Traum diese Handlung ausführst, mit Nase zu halten und Mund zu halten. Dann dritter Reality-Check ist, schau dir deine Hände und deine Füße an. Und die sind in Träumen, sind die, wenn du dir die genau anguckst, irgendwie ein bisschen so ein bisschen check, also nicht ganz normal. Da fehlt vielleicht mal ein Finger oder ein Finger ist total krumm oder ein Fuß ist schief. Und das passiert ganz oft bei Füßen und bei Händen, die du dir dann quasi während des Lucid Dreamings anschaust. Dann Technik Nummer 3 ist, dass du dir selber quasi so eine Affirmation sagst, dass du aware bist, dass du gerade träumst. Jedes Mal, wenn du in den Schlaf fällst, bevor du schlafen gehst, sagst du dir selber, I will be aware that I'm dreaming. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich träume. Und jedes Mal, wenn du das sagst du dir so lange, bis du quasi dein Bewusstsein verlierst und dann schläfst. Und diese Methode wird auch genannt MILD. Mnemonic Induction to Lucid Dreaming. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass du diese Phrase, die du dir regelmäßig vorsagst, automatisch in ein Habit quasi umwandelst, in eine Routine, in eine Angewohnheit. So, manche Leute können das dann auch noch kombinieren oder manche Leute mögen es zu kombinieren, dass du diesen Step dann auch noch mit einem Reality-Check verbindest, quasi mit dem Reality-Check, dass du auf deine Hände für ein paar Minuten schaust, bevor du schlafen gehst. Also du sagst dir dieses die Affirmation und du schaust auf deine Hände. Dann Methode oder Technik Nummer 4 zur ersten Methode, zur Dream Awareness Technik, ist, dass du dir darüber klar wirst, dass du welche Signs, welche Zeichen immer wieder auftreten, wenn du träumst. Das heißt, du hast ja dein Traumjournal und das liest du regelmäßig und guckst, ob da wiederkehrende Muster sind. Das könnten zum Beispiel sein, immer wieder Situationen oder Geschehnisse, die immer wieder gleich passieren. Bei mir ist zum Beispiel ganz oft, dass ich irgendwie falle, wenn jemand eine Idee dazu hat, was das bedeutet, dann schreibt mir bitte auch, dass ich falle und aber nicht auf dem Boden aufkomme. Also quasi so dieses Gefühl im Bauch, man fällt, aber man kommt nicht auf. Aber es ist komischerweise auch nicht unangenehm. Also es macht irgendwie Spaß, dieser tiefe Fall. Aber irgendwie falle ich nirgendwo hin.
Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das ist zum Beispiel so ein Muster bei mir, was immer wieder vorkommt. Und genau, und das hilft nämlich, wenn du dir dessen bewusst bist, welche Muster immer wieder passieren. Und das passiert jetzt in dem Schlaf, dass ich wieder falle, dass mein Conscious Mind, also mein Bewusstsein, erkennt, dass ich gerade träume und ich dadurch in den Lucid Dreaming Modus kommen kann. Andere Leute haben zum Beispiel ganz oft, dass sie träumen, dass sie ihre Zähne verlieren. Ich glaube, das sind Verlustängste. Dann gibt es auch den Traum, dass man gejagt wird von irgendwas Großem. Oder, das habe ich jetzt noch nicht geträumt, dass man ohne Klamotten in der Öffentlichkeit rumläuft. Also das sind alles Muster, die immer wieder auftreten können und die man aufschreiben sollte und erkennen sollte. Dann, Technik Nummer 5 ist, wenn du aus einem Traum aufwachst, dass du versuchst, diesen Traum wieder zu catchen, also direkt wieder reinzugehen in den Traum. Das heißt, du wachst auf, du erinnerst dich an den Traum, schreibst ihn runter in dein Dream Journal, machst deine Augen zu und fokus dann wieder auf diesen Traum. Also stell dir vor, dass du in diesem Traum bist, dass du ein Dream-Signal wiedererkannt hast oder ein Reality-Check und durch diesen Reality-Check merkst, das ist wirklich ein Traum, wie zum Beispiel auf deine Finger zu gucken oder auf deine Füße oder sich die Nase zuzuhalten und den Mund. Und wenn du dann schaffst, in diesen Modus wieder reinzugehen, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du wieder in den Schlaf fällst, genau in diesen Lucid Dream zurück reindriften. Dann Methode 6 ist, beziehungsweise Technik 6 zu Methode 1 ist, dass du dir überlegen solltest, vielleicht einen Lichtalarm anzuschaffen. Es funktioniert wohl auch mit Sound- oder Touch-Alarms, aber die Lichtalarme sind am effektivsten. Und den stellst du dir auf 4, 5, 6 oder 7 Stunden, nachdem du in den Schlaf gefallen bist. Wichtig ist nämlich, du musst in dieser Rapid Eye Movement Phase, das ist nämlich, wenn wir träumen, das sogenannte REM, das merkst du daran, beziehungsweise merkst du gar nicht, aber das kann man bei Leuten sehen, die gerade schlafen, dass sich der Augapfel, das Auge mega, mega schnell bewegt. Und das ist ein bisschen scary, wenn man das von außen bei jemand sieht. Meistens sind ja die Augenlider geschlossen, darum sieht man es auch nicht. Aber das ist genau die Phase, wo man dann träumt und im Tiefschlaf ist. Und genau in dieser REM-Phase, die bei den meisten Leuten so nach 4, 5 Stunden einsetzt, also kurz bevor man aufwacht, genau da träumt man. Und genau diese Phase sollte man versuchen zu erwischen. Die Phase sollte man catchen mit einem Lichtalarm. Und wenn das passiert, also wenn der Alarm, wenn du merkst, der geht an und du bist in einem REM-Movement, soll der Alarm dich aber nicht wirklich aufwecken, sondern du solltest den Alarm dann irgendwie dimmen, ausschalten können und quasi weiter träumen. Du sollst dann aware sein, dass du gerade in dem Traum drin bist. Alright, also das sind die 6 die 6 Techniken, um quasi bei der Methode 1, bei der Dream Awareness Technik, in einen Lucid Dream wieder einzusteigen, oder um sich auch quasi um aware, um darüber bewusst zu sein, dass man gerade träumt. Kurz nochmal zusammengefasst. Erstens, führe ein Traumtagebuch. Zweitens, mach regelmäßig die Reality Checks, wie mit Nase, Mund zuhalten, oder auf die Füße oder Hände gucken oder die Uhr anschauen oder ein Text, Papier, also eine Seite von einem Buch lesen und gucken, ob die anders ist. Dann Punkt Nummer 3, eine Affirmation, dir selber sagen, vielleicht auch in Verbindung mit einem Reality-Check, bevor du einschläfst, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich gerade träume. Dann Punkt Nummer 4, deine eigenen wiederkehrenden Traummuster erkennen und sich die einprägen, um zu merken, wenn wieder ein Traummuster kommt, dass man dann merkt, man ist in einem Traum. Punkt 5, sobald du aus einem Traum aufwachst, versuchen direkt diesen Traum wieder zu catchen und wieder
einzuschlafen. Das sind genau die Sachen, die bei mir funktioniert haben bis jetzt. Und Punkt 6 ist, einen Lichtalarm anzuschaffen und dann rauszufinden, das kann man nur durch testen oder man geht in ein Schlaflabor, wann genau bei einem diese REM, Rapid Eye Movement Phase beginnt und wann die einschlägt und wann genau man dann in dieses Lucid Dreaming reinkommt. Alright, also alles ziemlich, ziemlich spannend, ziemlich neu, wie ihr auch merkt, auch für mich. Mega, mega spannendes Thema. Ich glaube, ein Thema, womit sich noch viel, viel mehr in Zukunft befasst werden wird. Das ganze Thema Biohacking wird ja gerade immer größer gefühlt. Ich werde auch immer mehr angeschrieben von Medien zu dem Thema. Und ich finde es einfach richtig, richtig spannend, was alles noch in unserem Unconsciousness Mind, in unserem Unterbewusstsein verborgen ist und wie man auch darauf Einfluss nehmen kann, wie man das hacken kann und wie man dann mit seinem Bewusstsein, quasi auch mit seinem Unterbewusstsein interagieren kann. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Bei der nächsten Lucid Dreaming Folge gehen wir auf die Methode Wake Back to Bed ein. Und das ist dann, wenn du wirklich aufwachst, dir ein bisschen Zeit nimmst, was anderes nimmst und dann ganz gezielt, das ist aber für die fortgeschrittenen Leute, ganz gezielt wieder in ein Lucid Dreaming reintauchst. Hier ist ja eher, dass du aware bist während deines Traums, dass es ein Traum ist und dadurch dann das Bewusstsein und die Klarheit schaffst, dass du gerade träumst und dann quasi auf dieser Welle, die Welle absurfst von dem Traum und das bei vollem Bewusstsein. Alright Leute, ich mach den Deckel zu. Krasses Thema, Lucid Dreaming. Ich hau noch ein paar Links in die Shownotes, wer sich noch mehr damit befassen will. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace and out. Yo, ich verneige mich vor dir. Tausend Dank für deinen Support. Ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir 2 Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens, gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter 1 Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eines der kommenden DNX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Aires, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens, komm in unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter unter www.dnx-berlin.de/news ein. Dort bekommst du die besten Lifehacking-Apps als Übersicht und alle 2 Wochen gibt es Live-Updates from the road. Viertens, folge mir 24/7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat. Dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben. Und auch auf Instagram bin ich am Start unter MarkusMeurer95 und auf Facebook unter facebook.com/MeurerMarkus. Last but not least, du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus. Peace and out.